Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist beim Zelten immer so, wenn man morgens zum Sonnenaufgang aus dem Bett fällt. Heute besuchen wir einen anderen Zeltplatz, nämlich ein Landgut. Und da kann man auch zelten und es ist auch ein Bauernhof. Hier gibt es auch kleine Veranstaltungen mit Live-Musik und Ausstellungen, was der Bauer so alles produziert, beziehungsweise hier auch die Handwerker so zu bieten haben. Das ist auf alle Fälle ein sehr schöner Garten und man kann hier auch hervorragend bäuerliche Güter einkaufen. So, hier mal ein Tipp zum Nachmachen. Das ist doch echt zum Relaxen hier. So, schaut mal, riesige Wiesen. Und ihr könnt ja nicht nur Abenteuer zelten, sondern ihr könnt ja auch richtig was erleben. Hier gibt es eine Schmiede, Handwerker, Töpferei, hier gibt es Kurse. Ein richtiger Abenteuerspielplatz auch für Schulklassen. Hier kann man gezielt Hand anlegen und was erschaffen. Lagerfeuer machen. Stockbrot. Ja, eine Bäckerei gibt es hier. Und einen tollen Zeltplatz. Natürlich mit anständigem Sanitärtrakt, ist klar. Hier gibt es viel Platz für eure Zelte. Das könnte also durchaus auch ein Ziel sein für Naturcamping. Den Link von diesem Gut packe ich euch in die Videobeschreibung.